Was für ein großartiger Teil. Ich kann vielleicht schon mal sagen, dass ich jetzt ein kleines bisschen selber ins Schwärmen gerate, weil wir haben in dieser Folge, und da lehne ich mich jetzt aus dem Fenster, aber es ist so, eine meiner Lieblingsszenen aus der gesamten Filmgeschichte gesehen. Nämlich dieses Hochzeitsfest, wie das inszeniert wird, mit einer Lebendigkeit, mit einer Leichtigkeit und gleichzeitig diese Choreografie der Kamera im Vordergrund, im Hintergrund, dazwischen, überall passiert was. Und das Ganze ist von himmelhoch jauchzend bis am Schluss zur großen Tragödie alles dabei. Und das Ganze in einem Konstrukt von vielleicht einer Viertelstunde. Ich möchte gerne wissen, wie haben Sie das gemacht, Herr Reitz? Also, das Schwierigste, was es überhaupt gibt im Film, ist, wie schildere ich einen abgegessenen Tisch? Wie inszeniert man einen Tisch, an dem Menschen einen ganzen Tag lang gefeiert und gespeist haben? Gedreht wird sowas in einer Woche und man hat Probleme, das glauben Sie gar nicht. Beim Essen zum Beispiel. Man kann ja die Speisen nicht eine Woche lang frisch halten. Die Darsteller, die heute von dem Teller gegessen haben, müssen morgen genau an derselben Stelle weiteressen und übermorgen den Teller zu Ende essen. Und dann steht der abgegessene Teller da. Das geht nicht am Stück, das würde zu grauslichen Nebenwirkungen führen. Also muss sowas immer auf Anschluss gehalten werden. Und da, also die Enten, die da gebraten werden, werden 3 Tage, 4 Tage hintereinander immer wieder aufs Neue gebraten. Aber beim zweiten Mal sind sie nur noch zur Hälfte zu gebrauchen, beim dritten Mal nur noch 2 Drittel und so weiter. Und dann irgendwann kommt das Team am Tag 5 oder 6 zusammen und setzt sich an den Tisch. Wie sieht der Tisch aus? Wie stehen die Teller, die Tassen, die Bestecke? Wo sind irgendwelche Essensreste? Das ist unglaublich schwer. Aus dem Gedächtnis kann das kein Mensch, kein Requisiteur, kein Ausstatter machen. Das kann man nur in der Form herstellen, dass sich alle nochmal an den Tisch setzen, alle nochmal sich zuprosten und dann man einen Zufallszustand erzeugt, wo alle dann plötzlich aufgefordert werden, aufstehen, rausgehen, hier wird weitergedreht. Also da spielt man sozusagen etwas immer wieder aufs Neue durch. Und das ist das Schwerste, was es überhaupt gibt, das Anschlussproblem bei einem Fest. Ich würde darüber hinaus aber gerne auf die Kamera und die Choreografie, die dazu passiert, Also eingehen. ich habe ja im Anfang mit meinem Leib- und Magen-Kameramann Gernot Roll den Film begonnen. Und Gernot war ausgeschieden und wir haben diesen Teil mit Gerard Vandenberg gedreht. Gerard war in meinem Alter. Der war nicht mehr so wendig, wie man für an der Kamera hätte sein müssen. Und mussten längere Takes machen. Mit Gernot konnte ich pro Tag bis zu 50 Takes drehen. Der hatte eine Wahnsinnsdynamik im Wegschaffen von Pensum. Mit Gerard Vandenberg schaffte man noch ein Drittel oder ein Viertel des Tagespensums. Und wir wären furchtbar ins Schleudern gekommen, wenn man nicht die Choreografie dafür eigens verändert hätte. Längere Takes, in denen aber nicht das Gefühl entsteht, als eine statische Situation abgefilmt wird, sondern ununterbrochen Bewegung. Das geht nur, indem nicht das Ganze inszeniert wird, sondern jede einzelne Person wird inszeniert und dann lässt man das zusammen aufeinanderprallen. Da entstehen Engpässe, Zufälle und die beleben das Ganze. Salome, du hast da mitgewirkt ab so dem Moment, wo die meisten schon, also vor allem Schnüsschen und Hermann schon weg sind, aber es ist trotzdem eine Frage des Timings vor allem, weil da sind ja so viele Ebenen, wo gleichzeitig was passiert. Wie hast du das in Erinnerung? Wie wurde da gearbeitet? Wie habt ihr das aufeinander abgestimmt? Also ganz wichtig ist, dass zu diesem Zeitpunkt alle
Darsteller ihre Figur sehr gut kannten und die Vergangenheit gut kannten und diesen Punkt zur Hochzeit von Hermann, da wusste jeder, in was für ein Verhältnis er zu dem anderen steht. Und das zeigt sich ja auch immer im Hintergrund. Da musste der Edgar nicht mehr viel sagen und er hat einfach dann darauf gepocht, dass jeder Schauspieler Verantwortung für seine Figur nimmt. Und auch wenn Schauspieler immer meinen, wenn sie im Hintergrund sind und keinen Text haben, das ist ja auch immer noch das Thema, dann sind sie ja auch nicht wichtig. Aber darauf hat er halt immer wieder gepocht. Nehmt euch immer ernst, egal ob die Kamera nur mal kurz vorbeifährt oder so. Und das setzt sich ja in den Köpfen der Zuschauer dann alles zusammen, weil die kennen ja die ganzen Schicksale und wer mit wem und warum und wer gerade mit wem zerstritten ist und sowas. Und das wird eigentlich dadurch unglaublich belebt und die Fantasie zu den einzelnen Figuren wird immer weiter geschrieben. Und deswegen Es noch eine Besonderheit, auf die ich aufmerksam machen möchte, wenn Sie das nächste Mal Film überhaupt mal anschauen. Die Frage ist, was ist Simon und was ist Simov? Wir haben ja diesen Bildrahmen und da sehen wir ein gewisses Geschehen, aber immer wieder verlassen Personen diesen Rahmen und andere betreten ihn. Und die Frage ist, wo gehen die hin und wo kommen die anderen her? Denn in der Wirklichkeit des Drehens gibt es dieses Off nicht wirklich. Da stehen Scheinwerfer, da ist das Team, da ist die ganze Versorgung. Um die Szene herum ist alles andere als die Story zu sehen, die Geschichte zu sehen. Außerhalb des Bildrahmens ist das typische professionelle Chaos der Dreharbeiten. Lauter umherliegende Kabel, Leute, die nichts zu tun haben, die da rumstehen. Und natürlich auch die Leute von der Maske, von der Garderobe. Und die ganz andere Klamotten und aus einer ganz anderen Zeit kommen. Die Elektriker. Und dann die ganzen Scheinwerfer, Stative und Kameraschienen und was da ist und die Leute, die die Kamera bewegen. Schon einen halben Meter außerhalb des Bildes ist Chaos. Da ist nicht irgendwie die Story, die Geschichte. Also wenn jetzt dann Sie im Bild sehen, jemand kommt ins Bild, dann muss der von dieser Sekunde an den Weg, den er dorthin gemacht hat, spielen. Der steht in Bereitschaft und viel Regiearbeit bezieht sich auf das Off. Ich habe oft mit Schauspielern stundenlang darüber nachgedacht, was hat er erlebt oder was tut er, wenn er nicht im Bild ist? Und mit welchen Gefühlen betritt er dann das Bild? Und mit welchem Fuß, von welcher Seite? Wie weit war der Weg? Ist er müde oder nicht? Und so weiter. Also das ist, finde ich, gerade total lehrreich. Also das sind Dinge, über die man sich selten Gedanken macht. Finde ich klasse. Denn Sie sehen den Film und befinden sich in einer Geschichte, in einer Erzählung und denken, die ganze Welt rundum ist so, wie es der Film zeigt. Und würde die Kamera einen beliebigen Schwenk zur Seite machen, sieht man immer noch dieselbe Party. Und die ist aber da gar nicht. Das also, ist, glaube ich, was, wo ich andere sich was abgucken oft können. Ich habe gesagt, dass Filmemachen handelt zum größten Teil vom Off, also von dem, was man nicht sieht. Denn darin steckt wahnsinnig viel Arbeit, damit es dann, wenn es von der Kamera fast ist, auch stimmt. Aus dem Off sozusagen kommen plötzlich auch Marigot und Tante Pauline aus dem Hunsrück zurück in unsere Geschichte, was ich ganz grandios finde. Allein schon die Hinfahrt, aber dann auch, was vor Ort passiert. Und dann prallen diese beiden Welten aufeinander. Ja, wie die Faust aufs Auge.
So. das stelle ich mir alleine schon beim Schreiben sehr, sehr spannend vor, wie man das dann hinkriegt, dass da die beiden Welten trotzdem ernst genommen werden, respektvoll behandelt werden, ja. aber so eine humorvolle Dynamik auch entsteht, die dann ja auch wieder einen Druck auf Hermann ausübt, der ja. plötzlich mit seiner Vergangenheit konfrontiert wird. Welche Rolle spielen für Sie diese beiden, die Marigot und die Pauline? Natürlich, Hermannchen schleppt den Hunsrück in seinem Unterbewusstsein mit sich durch die Welt. Und dadurch, dass er Schnüsschen heiratet, ist das natürlich alles wieder lebendig geworden und das lässt sich nicht mehr abwehren, weil sie hat ja da gar keinen Widerstand dagegen. Sie ist eine Hunsrückerin und bleibt es. Und er hat einen Weg als Künstler und Intellektueller betreten, der sozusagen in dieser Ortslosigkeit der Geisteswelt sich ansiedeln möchte. Und das wird natürlich auf eine wunderbare Weise erschüttert, wenn die Marigot und die Pauline da ankommen mit ihrem Enkelchen, die immer nur sagt, ich will heim. Also die beiden sind ja so richtige Komödiantenfiguren in dieser Geschichte hier. Und da möchte ich nochmal aus dem Nähkästchen plaudern, denn ursprünglich war Edgars größter Wunsch, dass die Maria auf das Fest kommt. Und wir hatten die Marita Breuer gefragt und die hat gesagt, sie will nie mehr Maria spielen nach der Heimat. Und dann war da diese Leere und dann hat der Edgar entschieden, dass er diese beiden anderen Figuren dann aus der Heimat rüber rettet. Also Marita Breuer hat das abgelehnt, die Rolle nochmal zu spielen. Das war für sie in ihrer Biografie abgehakt sozusagen und die Rückkehr. Ich kann das ja auch verstehen, sie ist in dem Film sogar gestorben. Die letzte große Szene war die Beerdigung von Maria. Da konnte die Marita Abschied nehmen von ihrer Rolle. Sie stand am Wegesrand unter den Zuschauern und sah, wie sie als Leiche aus dem Haus getragen wird. Und sie ist dann noch im Himmel gewesen sogar. Ja, und im Himmel ist sie auch schon gewesen. Also die Rolle konnte sie nicht nochmal einnehmen. In die andere Heimat kommt sie dann wieder, ein paar Jahrhundert. Ja, da kommt sie als ihre eigene Großmutter. Genau. Ja. By the way, kleiner Fun Fact, den ich selber in meiner Zeit im Hunsrück kennengelernt habe, das gibt es nicht mal in Hollywood. Die Gräber der Heimat finden sie in der Nähe von Simmern in Sagenroth tatsächlich auf einem echten Friedhof bis heute. Die werden auch gepflegt und sind inmitten der Gräber, von wo echte Menschen dann begraben sind. Woanders würde man das vielleicht verpönen, aber im Hunsrück ist das so eine Art Heiligtum, die Heimat, und da wird das gepflegt. Da gibt es auch eine kleine Episode, als die Heimat 1 in England bei der BBC mit großem Erfolg gezeigt worden war, kamen viele Engländer mit ihren Autos in den Hunsrück gefahren und wollten die Schauplätze dieser Geschichte in Schabach besuchen. Das fing schon mal damit an, dass es das Dorf Schabach eigentlich nicht gibt. Sie landeten dann in einem dieser Dörfer, wo wir gedreht haben. Und da stand eines Tages eine englische Familie auf dem Dorfplatz und die fragten einen der Passanten, wo denn der Friedhof wäre. Sie wollen die Gräber der Simmons besuchen. Nun war der Mann, den sie da fragten, gerade der Gastwirt, der sagte also, heute ist schon zu spät, Friedhof geschlossen, aber ich habe gute Fremdenzimmer, wenn Sie wollen, können Sie bei mir übernachten. Und er nahm die Gäste mit, die übernachteten dort und dann wurden die jungen Männer im Dorf sofort zusammengerufen und die holten aus einer Scheune die aus Styropor geschnitzten Grabsteine, die wir für den Film gemacht hatten, zusammen und trugen sie auf den Friedhof, improvisierten kleine Gräber damit. Und am nächsten Morgen kam die englische Familie und konnte dort ein stilles Gebet verrichten für die Figuren des Films. So sind sie in die Wirklichkeit übergegangen. Das Problem ist, das hörte dann nicht mehr auf. Auch der Gräbertourismus hörte nicht mehr auf. Und dann hat man die Gräber von dauerhafter
Wirkung dort gemacht. Also die sind bis heute zu besichtigen, die Fake-Gräber aus dem Film. Und werden noch immer wieder besucht und auch werden viele Gebete zum Himmel geschickt, dass es den Armen im Himmel gut geht. An der Nunkirche in Sagenroth, falls Sie hinfahren das, wollen. Das ist die merkwürdige Verwechslung zwischen Wirklichkeit und Fiktion, die durch einen Film wie dieser zustande kommt. Aber da möchte ich halt vielleicht auch mal sagen, also ich habe es ja erlebt, ich durfte 3 Jahre lang das Festival in Simmern mit aufbauen, wo der Edgar für den besten modernen Heimatfilm vergeben wird. Und ich habe es festgestellt, in der gesamten Region sind sie ein Volksheld. Das kann man nicht anders sagen. Ich habe das noch nie irgendwo erlebt, dass ein Filmemacher so mit, und zwar alt, mittel und jung, alle Generationen, jeder hat irgendwie, ja, mein Großvater hat was vom Set gemopst, der andere war Statist und also alle haben irgendwie eine Beteiligung oder es war in dem Drehort, da haben sie gewohnt oder Verwandtschaft gehabt. Das ist ganz faszinierend. Zum Teil ist es natürlich auch eine fragwürdige Aneignung, die mir überhaupt nicht gefällt. Übrigens, also, in München ist es überhaupt nicht. Der Film ist nicht in den Köpfen der Münchner. Und ich habe jetzt bis vor kurzem an der Münchner Filmhochschule unterrichtet. Es gibt keinen Professor und keinen Studenten, der diesen Film kennt. Ja, das ist eigentlich eine Tragödie. Obwohl die Münchner Musikhochschule Schauplatz ist noch und noch und die Motive alle in Realität zu besichtigen wären, dort hat das dieselbe Wirkung nicht. Aber das ist das Ding, also ich habe das Gefühl, sie werden in Italien zum Beispiel viel mehr verehrt als in Deutschland wiederum, wo ich wiederum ableiten würde, die Art der Inszenierung und diese Sinnlichkeit, die da auch drinsteckt und so, da fühlen die sich viel eher abgeholt. Fellini vielleicht so diese Ebene, da ist vieles mit drin. Oder ist was für eine Erklärung haben Sie, dass die Italiener sie mehr lieben als die Deutschen? Ja, darüber haben wir ja sehr gerätselt. Nach der Premiere im Jahre 92 in Venedig machte die zweite Heimat die Runde durch Italien. Und zwar in jeder noch so kleinen Stadt wurde das gezeigt, mit einem Erfolg, der sensationell war. Wenn Sie sich vorstellen, es sind 13 Filme. Die Leute sind 13 Mal ins Kino gegangen und die haben über 1 Million Tickets mal 13 verkauft, also es sind 13 Millionen Tickets verkauft worden für die zweite Heimat in Italien. Das heißt, so gut wie kein Italiener, der den Film nicht kennt. Und das hat sich auch fortgepflanzt, jetzt in die nächste Generation. Immer wieder wird der Film gezeigt und wird zitiert und ist ein Standard in Italien geworden. Jetzt haben wir uns gefragt, woran liegt das? Warum ist ausgerechnet in Italien die Resonanz so wahnsinnig extrem und positiv? Das sind ja natürlich alle Vermutungen, die man da machen kann. Aber ich glaube, es hat einmal damit zu tun, dass es sich hier um junge Künstler handelt. Also die Figuren sind mehr oder weniger alles junge Künstler, die als Künstler ihren Weg suchen. Und wenn in einer italienischen Familie ein junger Mensch, ein Mädchen oder junger Mann sagt, er will Künstler werden, ist die ganze Familie stolz und erzählen es jedem Nachbarn. Wenn in Deutschland sowas passiert, haben sie ganz große Bedenken. Die Eltern fragen sich, wirst du denn davon leben können und wie viel verdient man da und du wirst im Elend untergehen, wenn du nicht genug Talent hast. Also diese Skepsis gegenüber jeder künstlerischen Tätigkeit, die man in der deutschen Kultur antrifft, ist in Italien überhaupt nicht. Da ist ein Enthusiasmus dafür. Und auch ist das italienische Publikum mehr der Jugend zugewandt, habe ich den Eindruck. Also das Jungsein ist eine größere Freude als bei uns. Ich denke, das ist einer der Gründe.
In der Wohnung hängt ja auch La Dolce Vita als Plakat an der Wand. Ja. Naja, also worauf ich noch eingehen wollte, wir müssen darüber reden, bevor Sie Fragen stellen können, ist zum einen das, worüber man immer redet, nämlich Schwarz-Weiß und Farbe. Was steckt dahinter? Und vor allem, war das schon beim Prozess des Schreibens festgelegt, welche Szene wie dann am Ende gedreht werden soll? Also das ist ja das Markenzeichen von Heimat, von allen Folgen, auch der Heimat 3 sogar, bis zur anderen Heimat, Schwarz-Weiß und Farbe zu mischen und als dramaturgisches Ausdrucksmittel zu benutzen. Einer der Gründe ist die Filmgeschichte, die große klassische Filmgeschichte, die jetzt 120 Jahre alt ist, besteht zu 80% oder 90% aus Schwarz-Weiß-Filmen. Das sind natürlich die großen Jahre der Filmkunst. Die 1920er Jahre, aber auch in den Nachkriegsjahren, sind Werke von bleibender Schönheit und Wahrhaftigkeit entstanden, die Maßstäbe setzen für alle Zeiten, sodass für mich der Schwarz-Weiß-Film ein Maßstab an künstlerischer Reinheit und Schönheit gewesen ist immer. Und ich habe mir gesagt, natürlich will ich meine Filme, soweit das richtig und künstlerisch vertretbar ist, in Schwarz-Weiß drehen. Aber dann haben wir gemerkt, man stößt ganz schnell an Stellen, wo der Schwarz-Weiß-Film das, gewisse Dinge, die man erzählen will, nicht erzählt. Das hat bei Heimat angefangen, da erzählen wir in Schwarz-Weiß, wie der junge Mann aus dem Krieg heimkehrt. Er läuft über die Felder und kommt in sein Dorf und kommt zu der Schmiede, wo sein Vater gerade dabei ist, seine Arbeit an dem Amboss zu machen. Und da kommt er mit dem glühenden Eisen und schmiedet das glühende Eisen. Und da haben wir uns sofort gesagt, Herr Gernot Roll, mein Kameramann und ich, an dieser Stelle müssen wir das Schwarz-Weiß-Prinzip unterbrechen. Hier ist Farbe notwendig, sonst ist das, was wir hier erzählen wollen, nicht vermittelt. Wir haben dann einfach gewechselt und in der nächsten Szene in Schwarz-Weiß weitergemacht. Nach dem Prinzip lief das die ganze Zeit. Wenn also zum Beispiel der Eduard von seiner Reise aus Berlin in den Hunsrück kommt, der bringt seine Luzi mit, seine künftige Ehefrau, und es sind gerade die Kirschen reif. Und die gehen unter einen Kirschbaum hindurch und er schwärmt von diesen leckeren, vollreifen Kirschen an dem Baum. Dann kann man das in Schwarz-Weiß nicht erzählen. Ein Kirschbaum mit tausenden von reifen Kirschen ist ein Farbbild ohnegleichen. Und dann haben wir das natürlich sofort in Farbe gedreht. Und aus dem entwickelte sich mit der Zeit ein Prinzip. Bei der zweiten Heimat hat sich dann ein sehr einfaches Prinzip ergeben. Die Welt, in der diese jungen Leute leben, teilt sich sehr stark in Tag und Nacht. Am Tage ist sozusagen die Frage des Lernens, des rationalen Lebensablaufes, die Alltagswelt. In den Nächten blühen die Träume. Dann haben wir uns gesagt, wir drehen alles, was in der Nacht spielt, in Farbe und alles, was am Tag spielt, in Schwarz-Weiß. Und nach diesem einfachen Prinzip läuft das in der zweiten Heimat, wenn Sie da mal drauf achten, in den weiteren Fortsetzungen. Immer wenn es Farbe wird, ist es Nacht und immer wenn es Schwarz-Weiß ist, haben wir wieder den Tag. Und die Übergänge sind sehr künstlerisch gestaltet und jetzt mit dieser restaurierten Version, die Sie hier sehen, ist nochmal ein Spielfeld entstanden, was ganz wunderbare neue
Perspektiven auf diese Wechsel gemacht hat. Genau, das wollte ich nämlich gerade ansprechen. Ich habe das bisher nur auf DVD gekannt, zu meiner Schande. Und jetzt mit diesem Kontrast, also ich finde, was haben Sie denn da gezaubert, was da plötzlich für eine Brillanz und Schärfe in den Bildern ist, ohne dass man das Gefühl hat, wie es oft ist, wenn eben Filmemacher sich nochmal an ihr Werk setzen und das jetzt besser machen, anders machen aus heutigem Blickwinkel. Ich habe das Gefühl, das hier ist total stimmig und trotzdem modern. Wie haben Sie da, nach was für Prinzipien sind Sie vorgegangen? Es ist jetzt genau der Film, den ich immer machen wollte. Und das war in der Zeit, wo wir das gemacht haben, technisch nicht wirklich elegant machbar. Das hat damit zu tun, zum Beispiel, wenn man in Schwarz-Weiß drehte, musste man Schwarz-Weiß-Film in die Kamera legen. Der hatte einen ganz eigenen Bearbeitungsprozess in der Entwicklung, in den Laboratorien. Bei der Herstellung der Kopien ist das eine einzige in sich zusammenhängende Welt. Das Gleiche gilt für Farbe. Ein Farbfilm war schon das unbelichtete Filmmaterial, war Farbmaterial, was man eigens dafür kaufen musste und man steckte in einem eigenen System. Wenn man jetzt einen Film macht, der das beides mischt, wo mal Farbe, mal Schwarz-Weiß kommt, hatte man eigentlich keine Möglichkeit, eine Kopie herzustellen, in der die Übergänge von dem einen System zum anderen funktionieren. Das waren immer grobe, aneinandergeschnittene Systemwechsel, aber nicht wirklich elegant fließende Übergänge. Das ist jetzt erst im digitalen Zeitalter elegant machbar. Also so wie ich es hier zeige, in dieser restaurierten Fassung, die Sie gerade sehen, ist der Film immer gemeint gewesen und so haben wir ihn leider zu Analogzeiten nie gesehen. Es kommt etwas weiteres hinzu. Man hat ja damals mit 35 mm Negativfilmmaterial gedreht. Das Material, das aus der Kamera kam, hat kein Mensch gesehen. Das war nicht vorführbar. Was aus der Kamera kam, wurde in einem komplizierten Entwicklungsprozess in Laboratorien entwickelt und durfte dann nie mehr berührt werden. Und nur Kopien davon oder Kopien aus Kopien sind in Umlauf gekommen. Man hat dann Duplikate hergestellt. Der Duplikationsprozess bei einem Filmmaterial war vom Negativ ein Positiv, vom Positiv ein Negativ und von dem Negativ die Positivkopien. Man hat also vier Generationen weiter analog kopieren müssen, um ein Material zu bekommen, was man im Kino auf die Leinwand bringt. Was wir hier können heute, ist, dass wir direkt von dem Negativ, das in der Kamera gewesen ist, das echt durch die Kamera gelaufen ist, von diesem Material ist das, was wir hier zeigen. Und das zeigt wirklich, was da drin steckt, an Details, an Zartheiten der Übergänge, an Schärfe und Genauigkeiten, die wir nie gesehen haben. Wie viele Jahre haben Sie jetzt daran gearbeitet? Das hat auch 5 Jahre gedauert. Wow. Also die Restaurierung haben wir begonnen schon während der Dreharbeiten von der anderen Heimat und ist vor einem Jahr fertig geworden. Also länger war das, das war eine... Fast 10 Jahre, aber im ganz kleinen Team und man musste auch immer warten, bis wieder Gelder frei wurden, weil das ist extrem teuer und der Staat fördert das, aber immer nur in kleinen Häppchen. Wir haben in kleinen Häppchen öffentliche Förderung bekommen und das musste Jahr für Jahr aufs Neue beantragt werden und dann konnte man wieder ein Stückchen machen, dann musste man wieder einen Antrag stellen, dann konnte man ein Stückchen machen, so ging das. Also wir danken sehr dafür, für diese Mühe und bitte nochmal mit einem Applaus. Das hat sich sehr gelohnt, denn das jetzt hier auf der Leinwand zu sehen, ist toll. Es ist aber noch nicht das Ende. Jetzt haben Sie Gelegenheit und hier ist direkt die erste Frage. Ja, 2 Fragen. Ich habe eine sehr prägnante Formulierung von Ihnen gelesen. Und zwar die Einflüsterung und Mitsprache des Originalschauplatzes. Und könnten Sie kurz darlegen, was aus Ihrer ganz persönlichen Sicht
der Originalschauplatz dem Film gibt, was man im Studio nicht einfangen kann? Und die zweite Frage, achso, okay, das ist die erste. Also der Begriff Originalschauplatz ist natürlich auch nicht ganz zutreffend, weil die Geschichte hat ja in Wirklichkeit nirgendwo stattgefunden, weil es fiktiv ist. Aber wir haben dann gesagt, wir gehen nicht in ein Studio. Was ist ein Studio? Ein Studio ist ein Raum mit vier Wänden und Steckdosen an den Wänden und das ist es. Und alles, was man im Studio zeigen will, muss man bauen und muss man wollen und muss man umsetzen. Und am Ende ist nur das, was man wirklich gewollt hat und bezahlt hat und umgesetzt hat, auch da. Wenn man aber stattdessen sich auf die Suche macht nach sogenannten Originalschauplätzen, sagen wir mal, etwas spielt in einer Wohnung und wir finden eine Wohnung, die in etwa stimmen könnte, dann stimmt natürlich, ist diese Wohnung nicht ideal, so wie das Drehbuch es vorgesehen hat, sondern die hat ihre schon gegebene Anordnung der Dinge. Und da muss man nun versuchen, seine Geschichte hinein zu inszenieren. Das geht nicht, ohne dass man Veränderungen vornimmt, bestimmte Dinge dann anders macht, als es im Drehbuch steht. Und dieses Andersmachen ist eine Inspirationsquelle. Also Beispiel, in Heimat 1 gibt es eine Szene, der Paul, der Auswanderer, kehrt zurück in sein Elternhaus. Der Schauspieler kommt zur Tür herein, hat einen Hut auf dem Kopf und ich merke plötzlich, die Tür ist zu niedrig für den. Wenn wir im Studio gewesen wären, hätten wir eine Tür gebaut, durch die der Mann mit seinem Hut hindurchgehen kann. Hier war die Tür aber niedriger und er geht hindurch und der obere Türpfosten streift ihm den Hut vom Kopf. Da frage ich mich, wollen wir das wirklich zeigen? Was erzählt uns das, wenn wir das so machen? Und da kamen wir auf die Idee, der Mann hat in der Fremde, wo er viele Jahre gelebt hat, vergessen, wie niedrig die Haustür seines Elternhauses ist. Und er geht hindurch und der Türpfosten streift seinen Hut vom Kopf. Jeder, der das sieht, deutet es so. Eine so schöne Idee hätte man nie gehabt im Studio. Und das ist jetzt nur ein Beispiel für hunderte von solchen Dingen, wo zum Beispiel die Frage ist, steht das Bett an der Wand, steht es nicht an der Wand, auf welcher Seite muss man rein, wie weit sind die Wege und so weiter. Ist also das alles, wenn man es ernst nimmt, eine Quelle der Inspiration. Ich finde überhaupt, die Zufälle spielen in der Kunst immer eine sehr große Rolle. Es gibt nichts Inspirierenderes als Zufälle. Denn das sind die Dinge, die wir nicht voraussagen können. Das sind die Dinge, die wir nicht berechnen können. Und darauf zu reagieren, macht alles lebendig, denn das Leben ist auch so. Das Leben ist nicht geplant bis von A bis Z. Wir stoßen jeden Tag in unserem Leben auf Dinge, die zufällig sind, mit denen wir klarkommen müssen. Deswegen gewinnt ein Film an Lebendigkeit durch diese Wahl. So. Ja, und die zweite Frage ganz kurz. Waren Sie erfreut, als das Günderode-Haus in Oberwesel stehen bleiben durfte? Und was bedeutet Ihnen dieses Gebäude heute? Also, das haben wir ja auch bauen müssen, weil ich habe mich da irgendwie beim Drehbuchschreiben geirrt. Ich war als Kind mit den Eltern sehr oft am Rhein. Wir haben Sonntagstouren gemacht am Rhein und ich war fest überzeugt davon, dass es das Günderode-Haus gibt. Das war
in meiner Erinnerung ganz klar vorhanden. Und als wir dann anfingen, den Film zu planen, haben wir angefangen, das Günteroth-Haus zu suchen. Wir haben sogar einen Helikopter gemietet am Hahn, um die ganze Rheinseite, die Hügel und Berge abzusuchen, weil ich sagte, irgendwo muss das sein, was ich als Kind gesehen habe. Es war aber nirgendwo. Aber dann erfuhren wir durch einen Zimmermannsunternehmer, der davon lebte, alte Fachwerkhäuser abzubauen und wieder aufzubauen, dass in einem Dorf im Hunsrück ein schönes Fachwerkhaus gerade abgerissen werden musste wegen einer Straßenerweiterung. Und der hat die ganzen Balken aufgekauft, ist sozusagen das Fachwerkhaus gekauft. Und das war genau das Haus, was ich in Erinnerung hatte. Dann haben wir dem gesagt, so, und das bauen wir jetzt am Rheinufer wieder auf. Und das Haus, was dort steht, ist tatsächlich ein Haus gewesen, das in einem Ort namens Seibersbach im Hunsrück mal gestanden hat. Aber das war als fliegender Bau konzipiert und war im Vertrag festgelegt, dass das auf jeden Fall abgerissen werden soll. Und es war in einem Naturschutzgebiet und es gehörte drei verschiedenen Besitzern, der Grund und Boden. Es war also überhaupt nicht für die Zukunft gedacht, dieses Haus. Dass wir das dorthin stellen durften, ging nur durch einen bindenden Vertrag, worin wir uns verpflichteten, das abzureißen wieder. Und auch die Natur zu renaturieren. Jeder Busch, der dort entfernt worden war, war registriert. Und wir hätten die ganzen Büsche wiederherstellen müssen. Und dann kam das mit dem Kulturerbe. UNESCO-Weltkulturerbe, ja. Und dann war es im Protokoll des Kulturerbes und durfte nicht abgerissen werden. Und das ist weltweit der einzige Filmbau, der als solches aufgenommen worden ist bei der UNESCO. Das ist großartig. Und ich kann es Ihnen noch empfehlen, das ist ein super Ausflugslokal mit einem Blick über den Rhein, den Sie nirgends kriegen. Und es gibt Hunsrücker Klöße. Also gibt es weitere Fragen? Oder Kommentare? Ja, ganz oben. Das ist in Oberwesel am Rhein. Schönen guten Abend. Ich hätte. Lauter bitte. Schönen guten Abend. Ich hätte eine Frage, wo ich jetzt nicht richtig weiß, wie ich die formulieren soll. Und zwar jetzt im Film, ich möchte es mal so formulieren: Jubel, Trubel, Heiterkeit in dieser Riesenhochzeitsszene. Sie haben ja sehr eindeutig beschrieben, wie das choreografiert wurde. Gestern bei Kennedys Kinder. Da war eine Szene dabei, die ich persönlich sehr bedrückend fand. Das war diese 3 bis 5 Minuten Sequenz, als Sie, Frau Kammerer, in Anführungszeichen zu dem Abtreibungsarzt gehen. Und die Art habe ich nie gesehen gehabt, wie man sowas sozusagen choreografiert hat. Der Wechsel, dass der Kameramann im Grunde genommen oder die Kamera ihre Position eingenommen hat, dass das dann wieder gedreht wurde. Und da wäre meine Frage, ja, wie sind Sie da drauf gekommen? Sie haben ja auch gesagt, Sie haben in einem sehr engen Austausch gestanden mit Ihren Schauspielerinnen. Wie kam das? Und an Sie, Frau Kammerer, Ihr Gesichtsausdruck, da hätte man den Eindruck kriegen können, das ist live und in Farbe gedreht sozusagen. Wie kann man sowas spielen? Was fühlt man dabei? Ich weiß nicht, ob die Frage zulässig ist oder ein bisschen dumm vielleicht, aber das hätte mich jetzt mal interessiert. Vielen Dank. Also
Genau weiß ich nicht mehr, wie das gelaufen ist mit dieser Abtreibungsszene. Wir haben in einem Keller, ich weiß nicht mehr, wo das war, weißt du das noch? In Gräfelfingen, in dem Vorort. In Gräfelfingen vor München, von einem Einfamilienhaus. Also was mich in erster Linie interessiert hat, war die Frage, kann man Gerüche in einem Film darstellen? Und da gibt es diese ganze Annäherung von Clarissa, wenn sie die Straße herabkommt und ihre innere Stimme erzählt uns die Gerüche, die sie wahrnimmt von dem Gartentor, von dem kleinen Weg, von der Treppe, von dem Raum, von diese muffige Luft. Das ist ja etwas, was der direkten Darstellung durch den Film nicht zugänglich ist. Das geht sozusagen, das ist ja auch etwas, was nur im Off stattfindet. Und da müssen wir auch, darf ich ein großes Lob auf unseren Ausstatter nochmal machen, weil das ist ja so eine Art Originalschauplatz, aber natürlich gab es in dem Haus, was da gewählt wurde, keinen Keller, wo Abtreibungen stattfanden. Der hat das also ein bisschen eingerichtet und er hatte diese Idee mit diesen toten Insekten, die da in den Kästen sind. Also es ist eigentlich total makaber, aber das hat er intuitiv einfach dahin gehängt und dem Edgar gezeigt und hat gemeint, der Arzt hat diese Insekten gesammelt, ja, das ist seine Leidenschaft und dann fand das der Edgar auch passend. Das war nicht im Drehbuch irgendwie schon festgelegt, sondern das sind diese Inspirationsquellen, die durch ein Team, was auch schon lange zusammenarbeitet, dann immer bunter und fantasievoller werden. Also weil sich alle Ich weiß auch nicht, wo er die aufgetrieben hat, diese Kästen eines Insektensammlers. Aber er hatte das nun mal und hat sich immer überlegt, wann kann man das mal in den Film bringen. Und an dieser Stelle hat er es mir vorgeschlagen und ich hatte das Gefühl, das passt haargenau in diese makabre Situation. Ganz abgesehen davon, dass der Schauspieler, der den Arzt spielt, auch seine Lust daran hatte, so einen richtigen Ekel darzustellen. Und das hilft natürlich jetzt auf Ihre Frage bezogen, das hilft natürlich sehr, dann auch für meine Rolle, das zu spielen, also diese Abgründigkeit, nicht wissen, wo man da gelandet ist und wie unangenehm dieser Typ ist. Und dann sagt er, jetzt entspannen Sie mal. Und dann ist man auch mit dem alleine und so ausgeliefert. Das ist nicht was man üben kann, sondern das ist einfach eine Situation. Da weiß ich ja auch nicht, wie mein Gesicht dann arbeitet, aber das ist eine Situation, in der diese Figur einfach, also die wird da reingetrieben, nicht nur abgetrieben, sondern hineingetrieben in so eine unsägliche Einbahnstraße. Ja, und die chirurgischen Werkzeuge sind ja echt. Und selbst wenn man nicht die geringste Ahnung hat davon, wie das geht, wenn man alleine diese Werkzeuge sieht, wird einem grauslich. Dann hustet er auch immer noch. Gibt es noch was von Ihrer Seite? Eine Frage oder ein Kommentar? Ansonsten habe ich noch die Frage, Sie haben öfter schon gesagt, das Schnüsschen, das ist Ihre Lieblingsfigur. Stimmt das? Ist das so? Und wenn ja, warum? Wer sagt das? Ich hatte das mal gehört, aber vielleicht täuscht meine Erinnerung. Was schätzen Sie am Schnüsschen? Fragen wir es mal so. Nein, ich meine, Lieblingsfiguren, in dem Sinne gibt es mehrere und an Schnüsschen gefiel mir diese merkwürdige, widersprüchliche Situation. Also aus dem Hunsrück in die Stadt, aber mit einem einzigen Ziel, sich möglichst schnell einen Ehemann angeln und dann zurück zu Mama und Papa. Anke Sevenich kommt ja jetzt in einer Woche dann auch zu uns. Wenn ich Sie dann hier zu Gast habe, gibt es irgendwas, wo Sie sagen, wenn das wäre wirklich gut, wenn ich das weiß für mein Gespräch aus der Zusammenarbeit für dieses Spiel mit Ihnen? Also die Anke hat ihre Rolle geliebt, das weiß ich einfach. Die ist so, ich meine, jeder war eigentlich
auf den Punkt besetzt, muss man sagen. Aber die hat so virtuos mit allen Facetten dieser Provinznudel gespielt. Ja, das war fantastisch, einfach das zu sehen. Und sie kommt ja auch aus dem Hunsrück, ne? Oder nein, überhaupt ja, nicht. Nee, die ist Frankfurterin. Frankfurterin von ihm, oh gut. Dann all das werden wir erfahren, wenn Anke Sewenich dann am 20. da ist. Ich möchte, bevor wir hier Schluss machen, noch einen Satz sagen, der mich persönlich immer am meisten bewegt hat. Ich habe ihn auch schon mal in Simmern auf der Bühne gesagt, aber ich möchte noch hier mal sagen. Von Jan Harlan, dem Produzenten von Stanley Kubrick, haben wir den Satz verbürgt erfahren, als Stanley Kubrick mit ihm zusammen die Heimat in der BBC auf dem heimischen Sofa geschaut hat. Und das dann vorbei war, hat er gesagt, sollte Film jemals den Stellenwert von Literatur haben, dann wird die reizische Heimat in einem Atemzug genannt werden müssen mit Shakespeares Hamlet und Goethes Faust. Meine Damen und Herren, Edgar Reitz, Salome Kammer, danke, dass Sie in Frankfurt waren und uns die zweite Heimat präsentiert haben. Applaus